Baskets! Herzlich willkommen zu S. Oliver Baskets TV. Wir melden uns wieder aus dem vollbesetzten Künstlerkeller des Würzburger Wirtshauses Brombach. Bei uns zu Gast von den S. Oliver Baskets. Endlich ist er wieder da. Herzlich willkommen, Maxi Kleber. Und ein neues Gesicht, aber wir freuen uns umso mehr, dass er hier ist. Tweety Carter, der Dauerbrenner der S. Oliver Baskets. Max, ganz kurz, hier ist Norbert Schweitzer, der Gastgeber. Herzlich willkommen. Ja, selbstverständlich. So. Also Mitleid, ne? Schaut ungefähr genauso aus. Ne? Also, ist ja, hallo, jetzt klatscht doch mal gescheit. Ja, unglaublich. Man muss die Fans auch ziehen. Ja, you must push the fans. Push. Dankeschön. Ein Red Bull. So, ich habe dir ein ganz normales Wasser gemacht, lieber Fabian. Und die Spieler kriegen nach so einem heißen Training dann ein Wasser, und zwar ein stilles mit Eis. Mhm. So, cheers. Sehr zum Wohl. So, du bist auch noch dran. An dem Pulli müssen wir noch arbeiten. Norbert Schweitzer, ja. Vielen Dank. Hier zumindest ist die Stimmung gut. Max, eine Frage vorweg, die sich jetzt täglich stellt. Marcel Schröder ist noch Trainer? Ja. Gibt auch, ihr habt gerade noch trainiert mit ihm, es passt alles soweit? Ja. Kannst du nachvollziehen, dass diese Frage quasi euch täglich irgendwo begegnet, wenn ihr dann irgendwo im Internet unterwegs seid oder sonst irgendwo auf der Straße? Ist das die Frage, die dann meistens an euch gestellt wird? Gute Frage, also so viel bin ich jetzt nicht auf der Straße unterwegs gewesen, dass mich die Leute fragen können. Aber oder in Krankenhäusern dieser Republik? Schon eher, ja, von den Ärzten. Nee, aber ich denke mal, das ist im Sport wahrscheinlich ganz normal. Ich meine, wir haben jetzt 6 Spiele verloren, viele unglücklich davon. Aber ich denke, das gehört dazu, dass da diskutiert wird. Aber nach wie vor ist Marcel Trainer und finde ich auch gut. Also ihr steht als Mannschaft, das ist ja oft auch, wird interpretiert, die Mannschaft so nicht so hundertprozentig hinter dem Trainer, da passt irgendwas nicht, das können wir ausräumen? Da möchte ich mal wissen, woran die das festmachen. Also wir haben gekämpft als Team, auch in Adlen jetzt. Es war gegen Ende dann unglücklich, aber wir haben alles gegeben. Das hat er leider wieder nicht gereicht, aber also ich weiß nicht, wo man sehen will, dass das Team gegen den Trainer spielt. Also sowas, glaube ich, wird nicht passieren. Tweety, wie würdest du die Situation mit Marcel Schröder beurteilen? Maxi ist ja schon länger in Würzburg, du bist neu hier. Passt alles? It's a tough situation for all of us, not just coach. You know, us as players, you know, he give us everything that we need to go out and execute to win games. He put us in position to win games. And as a team, we're not coming through. You know, we got to find a way to win these close games and tough games. I can say, you know, the attitude on our team hasn't changed. Nobody's happy with the situation. And of course, we need y'all support as fans. And we need to believe in ourselves and still not hang our heads. Yeah, we 0-6, but I mean, I feel like it could turn around any day. All we can do is continue to just fight for him and believe in him just like he believed in us. Die Unterstützung der Fans, Tweety, hier volles Haus. Ist das ein Gefühl, ein gutes Gefühl für das wichtige Spiel dann am Samstag, dass die Leute so hinter einem stehen? Ich denke, anders kann man das heute nicht interpretieren. Most definitely. It's a blessing actually to come in here to see it. It's a packed house and to see our fans still believe in us. And that's what we need. You know, we need the support from our fans because they give us so much energy when we come out there and to see the gym packed every game that we play so far. It's like, you know, we feel bad that we're not winning. But at the end of the day, we just want to continue to believe in ourselves and want our fans to believe in us because we need them to win. Bis zuletzt, Maxi, war die Situation ja so, dass du gesagt hast, ist nicht mein Ding, hab nicht mitgespielt. Nein, so wird es nicht gewesen sein, aber seit dem Adlern-Spiel bist du wieder dabei. Ich denke, war ein tolles Comeback mit 11 Punkten, ordentliches Spiel gemacht. Ist es jetzt endlich dieses Feuer, was du so lange vermisst hast? Bei mir persönlich? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es schon vermisst und ich habe es auch gemerkt, dass es gut tut, auch endlich mal wieder ein Ligaspiel zu spielen. Die ganzen Vorbereitungsspiele ist doch schon was anderes. Und ich war auch froh, dass ich wieder spielen konnte, habe es dann auch gleich gemerkt. Nach der Niederlage, ich war ziemlich frustriert. Also ich habe die letzten 2 Nächte auch schlecht geschlafen. Aber ich denke,
dass ich jetzt im Training wieder alles geben kann, die Woche. Und dann, dass wir mit dem Team gegen Bremerhaven das beste Spiel machen. Bremerhaven, ist das schon sowas, was im Kopf da umhergeistert? Ein Spiel, was wahrscheinlich sehr, sehr viel entscheiden wird. Also ich, den Trainer und auch die Zukunft dahingehend, ich denke schon. Ja, auf jeden Fall. Also Quakenbrück haben wir jetzt abgehackt. Das ist die neue Woche. Wir müssen jetzt uns auf Samstag vorbereiten und das machen wir auch. Tweety, Maxi hat gesagt, er hat nach der Niederlage am Samstag im Adland schlecht geschlafen. Wie verarbeitest du Niederlagen? Du hattest ja dann schon vielleicht 5 mehr zu verarbeiten. It's tough. It's not easy. It's not easy to deal with situations like this because you haven't won a game and to see your fans still full of support, it's tough. But it's not pressure because, you know, we continue to work hard as a team. We continue to keep fighting. I mean, everybody can't see our practices, but it's hard. We practice hard and we're not happy with this situation. And after that loss, you know, a game we felt like we should have won, it puts you in a down moment. But after the game, you worry about it, but you got to continue to move forward because the next game coming up, you know, we got to get prepared for that team. Was glaubst du, ist der Schlüssel für eine Wende? Was muss passieren jetzt, außer einem Sieg natürlich, das ist klar, der gibt Schwung. Ist es das, dass es einfach ein Erfolgserlebnis jetzt endlich mal braucht, nach so vielen knappen Spielen auch? Believe. We need to keep believing in each other and of course our fans. We need them. We need y'all bad. We need y'all to come in the same attitude as it was the first game of the season. And we got a home game coming up. And we need to just continue to believe, and we need our fans to believe in us and our coach. And I think, you know, we have that. We're gonna get through it. Maxi, wie muss man sich das jetzt im Training vorstellen? Angespannte Situation oder ist da noch Zeit auch für den einen oder anderen spaßigen Teil? Auch wenn es sehr, sehr ernst ist, die Lage. Wie ist das angespannt? Muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr angespannt ist, die Konzentration zu hoch hält? Also es geht schon heiß her im Training. Also man merkt auch, die Intensität ist eine andere geworden nochmal. Manchmal muss man vielleicht auch mal einen Spieler dann beruhigen, aber Spaß gehört natürlich auch noch dazu. Wir können jetzt nicht so ernst sein und dabei den Spaß vergessen, weil es muss uns natürlich auch noch ein bisschen Spaß machen. Aber man merkt schon, also wir trainieren ziemlich hart, man kriegt viele Schläge ab und die werden dann auch im Spiel weitergegeben. Aber du kannst spielen am Samstag? Heute ist Montag. Das heißt, dass noch viel passieren kann oder dass am Anfang der Woche rauer zugehen darf? Es darf auch zugehen. Ich werde schon spielen. Wie hast du Maxis Auftritt in Quakenbrück gesehen, Tweety? Du hast ihn ja auch dann das erste Mal quasi in der Liga gesehen. Ah, I gotta give him. He's great. I mean, he know what he can do, and he showed it every day in practice before he got injured. And you know, he's been dying to come back. And for him to come out with that energy, it gave us a spark. We didn't come out with the win, but it gave us a spark on the floor, and it helped us. It helped us a lot. You know, he came in and gave us what he had. And he's out there limping still, you know. But I know he's a fighter, and we blessed to have him back. Tweety, du bist mit 1,80 Meter der kleinste Spieler im Team, der ist Oliver Baskets, trägst aber die größte Nummer. Hast du es in allen Vereinen so gehandhabt? Yeah, well, actually, where I'm from, my hometown, it's called 29th Street, and the 9, I usually get 9, number 9, and 4 plus 5 equals 9, so. So I had it in college too, so I couldn't get 23, I had 23 in high school, and they didn't have 23. Another player had it and I went with 45. Maxi, du kennst ihn ja jetzt auch schon seit der Vorbereitung zumindest. Warum heißt er denn Tweety? Habe ich ihn noch nie gefragt. Why is he called Tweety? Oh. I used to cry a lot and I used to love watching the Looney Tunes show, I guess. And they said when I cried, I sound like a bird. So, and when the show would come on, I would stop crying. Tweety und Silvester. Tweety, yeah. I would love watching that show. Max, nicht gewusst? Nee, aber jetzt. Aber jetzt. So gut kennt ihr euch noch nicht. Er hat wahrscheinlich mit der Frau und Kindern zu viel zu tun, um noch mit euch um die Häuser zu ziehen. Ja, so viel um. Also es gab ja noch nicht so viel zu feiern bis jetzt. Tweety, du hast gesagt 3 Kinder. Ich glaube, du hast 2. Deine Freundin eines. Sind die in Würzburg dabei? They back home. One of them would be out here, but my other two would not. And, you know, I just got to continue to talk to them almost every day.
So it helped me out a lot. It helped me out to get to talk to him. Soziales Netzwerk, Facebook, Instagram war letzte Woche ein Thema, wo alle gesagt haben, damals waren es noch 5 Spiele, 5 Niederlagen. Man sieht dann Jason Boone, der sich das Band im Knöchel gerissen hat und lässt sich von Ben Jacobson in der Klinik über den Flur schieben. Es sah eher aus wie Nonstop Nonsense, sage ich jetzt mal, in der Situation. Wie sieht man sowas? Haben die Jungs da nicht drüber nachgedacht oder spricht man darüber? Es ist doch ein falsches Signal, oder nicht? Ich meine, der Ben und Boone, die sind so Typen, die sind einfach fröhlich und es bringt jetzt auch nichts für einen Boone, den Kopf hängen zu lassen. Ich meine, er konnte nichts dafür, dass er auf den Fuß gelandet ist in Berlin. Und der ist auch ziemlich heftig umgeknickt. Also ich habe auch den Fuß gesehen, das war ein richtiger Klumpenfuß. Und ich meine, JB macht es besser jetzt draus, er kann jetzt schon wieder gut laufen, also normal gehen. Es geht relativ schnell voran und ich denke, wenn man da mit einer positiven Einstellung reingeht, dann heilt es auch besser. Positiv können Sie jetzt rangehen an unser Gewinnspiel. Was es zu gewinnen gibt und wie Sie an die Preise kommen, erfahren Sie jetzt. Mach mit beim S-Oliver Baskets TV Gewinnspiel und gewinne das Original S-Oliver Baskets Fanpaket, bestehend aus Basecap und Fanschal. Gehe auf www.meinpost.de/baskets, hinterlasse deinen Namen und deine E-Mail-Adresse und mit ein bisschen Glück kannst du dich schon bald über das Fanpaket der S-Oliver Baskets freuen. Zurück bei der neuesten Ausgabe von S-Oliver Baskets TV. Wir melden uns hier wieder aus dem Künstlerkeller des Würzburger Wirtshauses Brombach. Bei uns zu Gast Maxi Kleber. Und Tweety Carter. Herzlich willkommen. Auch wenn es eine Krise ist, wir haben jetzt genug über die negativen Dinge geredet. Maxi, es gibt da eine Geschichte. 2 Jahre ist sie, glaube ich, alt. Igor Perovic, seinerzeit Tübingen, hatte 6 Spiele zu Saisonbeginn, hat alle 6 verloren und dann kam welcher Gegner? Bremerhaven. Und was ist dann passiert? Sie haben gewonnen. Und haben am Ende? Fast die Playoffs erreicht. Fast die Playoffs erreicht. Also es ist da noch eine Steigerung drin, aber... Nein, Quatsch, aber das sind so Dinge, die machen doch Mut irgendwo ein Stück weit. Ja, ich denke auch, also wie der Tweety vorhin schon gesagt hat, ich denke mal, dass der erste Sieg ein bisschen so, ja, ein bisschen Last abnehmen wird. Also ich glaube, wenn wir jetzt gegen Bremerhaven dann gewinnen können, dann wird es einige erleichtern und dann sind die vielleicht vom Kopf her auch wieder ein bisschen freier. Hm. Für dich eine ganz besondere Saison. Du hast dir mal vorgenommen, relativ viele Spiele zu machen. Inwieweit ist man da vorsichtiger geworden jetzt? Das ist ja auch immer so die Frage. Wirklich vorsichtiger bin ich nicht geworden. Also ich spiele genauso wie davor. Ich meine, letztes Jahr das mit dem Knie, das war ein bisschen ungünstig. Da ist ja nicht wirklich was passiert. Das war einfach ein Folgeschaden von damals noch. Dagegen konnte ich quasi nichts machen und alles davor waren halt unglückliche Situationen. Aber ich denke, wenn man da vorsichtiger rangeht und ein bisschen aufpassen will und alles Mögliche, dann passiert noch eher was, weil man dann eben nicht bereit ist für den Kontakt und eher ausweicht. Und deswegen nehme ich mir eigentlich vor, so weiter zu spielen wie immer. Tweety, du warst schon bei sehr, sehr vielen Clubs, warst in Israel, warst auch mal tschechischer Meister und Pokalsieger. Was würdest du sagen, was hast du in den anderen Clubs noch nicht erlebt, was du jetzt hier in Würzburg, was dich in Würzburg erwartet hat? I experienced a lot, you know, really here, just coming into a new situation and, you know, trying to find my way with the team, you know, the guys that have been here. You know, it was different for me to come in and try to earn their trust, and I think so far I have done that. And just to be able to win with these guys is great for me. Tweety, schon mal so eine Situation gehabt, so einen Saisonstart mit 6 Spielen, die man nicht gewonnen hat? No. No, in Israel, we lost the first game, won the second game, lost, then won. So it was just up and down, but you know, I play for St. Oliver, and you know, right now we 0-6, and that's all I'm thinking about right now is trying to get this first win and go from here. Tweety, Dragons bei dem Spiel am Samstag in Quartenbrück haben sich viele gefragt, wo war er denn in der entscheidenden Situation? Auch Frankfurt gab es, hast du eine riesen ersten Halbzeit gespielt, über 20 Punkte gemacht. Zweite Halbzeit hat der Trainer gesagt, er ist ein bisschen müde gewesen. In Israel habe ich gesehen, hast du teilweise 39 Minuten gespielt. Ist das eine andere Ebene einfach? Oder? Right, I mean, I can't too much speak on the difference between this and Israel. You know, like I said, right now I play for St. Oliver. And you know, coach's decision is his decision. You know, and we as players got to stand behind his decisions, and our fans have to stand behind his decisions because, you know, whatever decision he make, I'm behind him 100%, and that would never change because
I mean, like I said, he works hard for us and we work hard for him. So we need to believe in him the same way he believes in us. Die Frage jetzt, deine Rolle, wie definierst du die jetzt für diesen Rest der Saison, so ein Stück für Stück dann ranarbeiten? Wie viel fehlt noch? Es fehlt schon noch einiges. Also ich habe viele leichte Fehler gemacht, woran ich noch arbeiten muss. Aber ich meine, das war jetzt auch mein erstes Spiel. Kann ich mit Fehlern leben. Aber ich denke, ich muss die Woche an einigen Dingen arbeiten, dass ich dann gegen Bremerhaven auch ein bisschen besser spiele. Meine Rolle selber, also ich versuche einfach immer mein Bestes zu geben. Und ich denke mal, davon hängen dann auch die Einsatzzeiten ab. Ihr habt jetzt in dieser Situation auch viel neben dem Training gemacht. Ihr wart, glaube ich, auch mal abends Bowling spielen. Welche Rolle hat er da gespielt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, er war nicht immer... Doch, you've been in my team, right, on bowling? No, yeah, it was on team. Aber er war nicht der Beste. Er war gut. Er war gut? Aber wir haben verloren, weil... Ja, wer war denn so gut? Irgendjemand, ich glaube, Mo. Ich weiß nicht, zwei Runden, irgendwie 348 oder sowas. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Tweety, inwieweit ist es wichtig, dass man eben mal diesen Fokus weg vom Basketball bringt und dann mal andere Dinge macht? It's tough. When you're in this position, it's tough. But, you know, like I said, after whatever happens in a situation in a game, that night, you can worry about it, but the next day you gotta stay focused and for the rest of the season, the next upcoming game. So for me, I try to get over it as quick as possible. Not get over it and don't think about it and don't correct my mistakes, but get over it and focus on the next game and know that we made mistakes and we gotta get better. Tweety, du hast ein Interview vor der Saison gegeben für das Baskets-Magazin Emotion, heißt es, glaube ich. Da war deine Frau oder Freundin dabei, Brittany. Du bist jetzt hier S. Oliver Baskets TV, wir sind hier quasi ganz alleine. Du hast damals gesagt, sie soll dich nicht unter Druck setzen, wie die Frage nach der Hochzeit kam, aber da ist was geplant. You know, I love her a lot. You know, maybe one day that would happen. You know, that's really all I can say. I don't know when the day gonna come, but it's gonna come, one day. Jetzt haben wir geklärt, warum er Tweety heißt. Was will Maxi Kleber unbedingt noch von Tweety Carter wissen, was er jetzt heute hier beantworten soll? Sag's mal. Wann er heiratet? Das ist schwierig heute, glaube ich. Gibt's nichts? Seine Frau soll gut kochen, du könntest dich jetzt mal einladen. Your wife can cook good? Yeah. So you invite me one time? Ja. Was kannst du den Leuten mitgeben? Was müssen sie in die Halle mitbringen, außer die Stimme? Naja, die müssen die Fans und uns als Spieler unterstützen, aber ich denke, wir gehen mit dem Sieg raus. Tweety, was glaubst du, wenn du 39 Minuten am Samstag spielen darfst, was kommt dann am Ende dabei raus? I don't know. I will play my best. I will play my best. Vorsicht ist, glaube ich, ganz gut vor dieser schwierigen Partie am Samstag gegen Bremerhaven. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück, drücken die Daumen und hoffen, dass wir uns dann in 14 Tagen am 11. November hier wieder bei S. Oliver Baskets TV sehen, dass die Situation, dass sich die Lage ein bisschen entspannt hat. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank, Maxi Kleber. Und Tweety Carter, herzlichen Dank.